Herzlich willkommen zur Lebensfreudemesse. Ich möchte Sie heute mitnehmen in das Reich der Pflanzen und ganz speziell geht es mir ums Chlorophyll. Chlorophyll, das Blattgrün, ist so eine, das würde ich mal sagen, eine sehr geheimnisvolle Substanz, die in den letzten Jahren wieder etwas mehr Zuspruch gefunden hat. Und es ist nicht etwas Neues, das hier so ein neuer Hype, der so durch die Lande zieht, sondern es ist im Grunde genommen ein altes Wissen neu entdeckt. Weil man weiß schon, dass Blattgrün und jetzt ganz Besonderes, zum Beispiel auch so die Grassäfte, hat man schon, also zum Zeiten der früheren chinesischen Kaiser haben die das schon als Frühjahrsreiniger benutzt. Man weiß es also in vielen alten Kulturen von den Essenern bis zu indigenen Völkern, dass die Grünpflanzen zur Reinigung des Körpers und eben auch zum mineralischen Aufbau benutzt haben. Auch die keltischen Druiden, da war das bekannt, dass also gerade eben auch Chlorophyll stärkende Substanzen geliefert hat. Also es ist eigentlich ein altbekanntes Wissen und man weiß auch, dass zum Beispiel gerade auch in unserer Kultur bis zum Zeitalter der Industrialisierung sehr viel Grün mit in die tägliche Ernährung geflossen ist. Nur dann war irgendwann einmal so die sehr raffinierten, schicken, weißen Speisen und je raffinierter, desto besser einfach mal so die Vorliebe des Volkes und da, also meine Meinung, da hat man so etwas diesen roten Faden verloren, weil wir wissen einfach jetzt, dass gerade im Pflanzenreich werden uns Stoffe geliefert, die wir für unseren Körper, für den Körperaufbau, für sagen wir, die Erhalt des Körpers, für die Regeneration essentiell brauchen. Ich habe selber 10 Jahre in Japan gelebt und damals, also da gab es einen japanischen Apotheker, einen Chemiker, der hatte sich auf die Fahne geschrieben, die Stoffe oder die magische Substanz zu finden, die mit unserem menschlichen Anforderungsprofil wirklich gut zusammenpasst. Und er hat also weit über 100 Pflanzen, also auch Grünpflanzen, auf deren Spektrum, Nährstoffspektrum analysiert und hat festgestellt, es sind gerade die Grassäfte, also die Getreidegrasgräser, die vom Inhalt richtig perfekt mit unserem menschlichen Anforderungsprofil zusammenpassen. Es ist nur so dieses klitzekleine Thema, wie bringt man es in den Menschen rein, weil wenn Sie sich vielleicht so an früher erinnern, wenn man ein paar Blätter Gras kaut, das wäre so der endlos Kaugummi, weil einfach die Zellulose sehr hart ist. Und da ist es ihm einfach gelungen, er wollte das für die Menschen so leicht zugänglich machen und hat gesagt, also am tollsten wäre das, wenn man das so aufbereiten kann, wie so einen löslichen Kaffee, den man einfach nur so ins Wasser einrühren kann. Und das ist ihm auch gelungen. Wir sprechen hier von den Grassaftkonzentraten. Und jetzt möchte ich Sie aber erst einmal mitnehmen, was ist denn eigentlich hier so spannend am Chlorophyll? Also abgesehen davon, dass Chlorophyll so diese magische Substanz schon, ja, da hat schon ein Deutscher, der Richard Willstätter, 1915 den Nobelpreis dafür bekommen, für seine Entdeckung, dass das Chlorophyll, also das ist ja so das Pflanzenblut, eine sehr, sehr große Ähnlichkeit mit unserem menschlichen Blut aufweist. Die Molekülstruktur ist sozusagen identisch. Es ist ein chemischer Zwilling, wobei das Chlorophyll, also der Pflanzenfarbstoff, hat Magnesium im Molekülzentrum und unser Hämoglobin, also unser roter Blutfarbstoff, hat Eisen im Zentrum. Und schon seit damals wird also von vielen Wissenschaftlern weltweit einfach so daran gedacht, dass dieser Baustein, dieses Chlorophyll einfach unisono für den Menschen sehr, sehr gut sein kann. Also für den Aufbau eines gesunden Körpers. Man weiß auch, also durch viele Tests, dass es für die menschliche Regeneration sensationell ist.
Da hat im letzten Jahrhundert ein Dr. Gruskin mit sehr, sehr viel Klienten von ihm experimentiert und hat festgestellt, also in dem Moment, wo er Chlorophyll in den Regenerationsprozess mit integrieren, heilen Krankheiten wesentlich schneller. Also er hat zum Beispiel festgestellt, dass es gerade, wenn es um so entzündliche Prozesse geht, wie zum Beispiel Magenschleimhautentzündung, dass die sich einfach, also viermal schneller in Regeneration gehen kann in dem Moment, wo Chlorophyll mit eingesetzt wird. Er hat dann einen ganzen Katalog von 100 Krankheiten gelistet, die er nachweislich mit der Zugabe von Chlorophyll wesentlich verbessern konnte. Man weiß zum Beispiel, dass in dem Moment, wo Chlorophyll integriert wird, dass man einfach sagt, gerade die grünen Pflanzen, die liefern so viel Nährstoffe, jetzt kommt es noch, idealerweise natürlich auf einem nährstoffreichen Boden gewachsen, weil nur das, was im Boden einfach enthalten ist, kann schließlich dann auch nur in den Pflanzen enthalten sein. Also das wissen wir schon, jeder Hobbygärtner weiß, dass es einen guten Boden braucht, um gesunde Pflanzen hervorzubringen. Und hier ist es halt auch eine ganz wichtige Phase, dass wir damit eben auch mit diesem Mineralreichtum von Chlorophyll können wir auch unser menschliches Mineralienbankkonto also nachweislich sehr, sehr gut erhöhen. Wenn man sich einfach mal so die gängige tägliche Ernährung anschaut von den meisten Menschen, dann stellt man oft fest, dass sehr viel Füllmaterialien gegessen wird. Also wo man sagt, ja, der Bauch ist voll, aber haben jetzt wirklich die Zellen auch auf Nährstoff, also auf Zellebene Nährstoffe erhalten. Und das ist halt dann oft einmal so, gerade so die Frage, wenn Augenmerk auf Kohlehydrate gelegt wird, sodass viel Nudeln und Brot und so weiter gegessen wird. Da kommen einfach oft einmal die Nährstoffe zu kurz und man weiß mittlerweile, dass also viele der gesundheitlichen Problemchen, die die Menschen also im Moment so haben, auf den Grund beruhen, dass einfach so die Körper mangelmineralisiert sind. Also die gehen halt schlicht und ergreifend auf einen Nährstoffmangel zurück. Und wir wissen, dass wir uns gerade so mit den Grünen, also mit dem Pflanzengrün und sehr gut mineralisieren können. Und ich gehe jetzt wirklich erst einmal auf das Chlorophyll im Sinne von Grassaftkonzentraten ein, weil das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, wie wir unserem Körper in geballter Ladung Nährstoffe zuführen können. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass also gerade so in den Getreidegräsern wie die Gerste oder gerade der Urform vom Urweizen, also dem Kamut, in den Gräsern, bis der Halm sich bildet, eine enorme Nährstoffdichte befindet. Also in dem Moment, wo der Halm sich bildet, geht es weiter in die Ausbildung vom Getreide, aber bis dahin ist es einfach eine richtig geballte Ladung an wertvollen Mineralien, wie zum Beispiel Calcium, Magnesium, es ist Eisen drin, Silikat, Zink, Kupfer, Mangan, Bor, Chrom und so weiter. Das Interessante ist, dass auch alle essentielle Aminosäuren mit im Paket sind. Also wir wissen ja, die Aminosäuren, Reparaturbausteine, also gerade so im Sportlerbereich, da schaut jeder, dass er einfach genügend Eiweiß bekommt und da ist halt gerade eben so die Aminosäuren sind hier sehr, sehr relevant. Und wenn man zum Beispiel mit Grassaftkonzentraten arbeitet, dann kann man sich ungefähr vorstellen, es braucht 33 Kilogramm frisches Getreidegras, das natürlich also sofort nach der Ernte auch verarbeitet wird, um 1 Kilogramm Grassaftpulver zu erhalten. Die Bioläden, die bieten noch eine andere Variante an, und zwar das meiste, das man dort erhalten kann, das ist schlicht und ergreifend Graspulver, also
jetzt sage ich mal aus Bayern kommend, Heupulver, also das Gras getrocknet und dann vermahlen. Also da ist halt dann auch der Löwenanteil Zellulose. Und gerade bei Menschen, die zum Beispiel Verdauungsthematik haben, wie Morbus Crohn oder entzündlichen Darm oder sowieso Resorptionsstörungen, bietet sich einfach sowieso an, auf ein Grassaftkonzentrat zu setzen. Da werden die Gräser entsaftet bei Rohkostqualität und einfach schonend getrocknet. Sie haben keine Zellulose mehr drin und das Schöne ist, es wird nicht erst über die Verdauung aufgeschlüsselt, sondern man kann das in Wasser einrühren und trinken und es steht dem Körper dann einfach sofort als Nährstoff zur Verfügung. Das ist gerade interessant, wenn jemand diese berühmten Resorptionsthemen hat oder hat entzündliche Prozesse, weil da oft mal bei einem superschnellen Transit durch den Darm die Nährstoffe gar nicht im vollen Umfang aufgenommen werden können. Was ist hier noch mit im Paket? Weil gerade die Grassaftkonzentrate so eine Fülle an Mineralien liefern, haben wir so dieses Phänomen, dass es unser Nährstoffbankkonto wieder auffüllt. Mit dabei ist auch gleichzeitig, wenn unsere Mineralien wieder aufgefüllt werden, pegelt sich oft einmal ein aus dem Ruder geratener Säure-Basen-Haushalt wieder ein. Ich weiß, Säure-Basen-Haushalt, das ist so der berühmte, ausgelutschte Kaugummi, wo man einfach weiß, keiner will also großflächig darüber sprechen, aber es ist trotzdem eine wichtige Geschichte, weil das ist so wie der Nährboden, auf dem unsere Gesundheit gedeiht, ist der Säure-Basen-Haushalt ein bisschen in den Säurenbereich gekippt, dann treten so Gesundheitsproblemchen auf. Also manche, jetzt nehmen wir mal nur so ein super einfaches Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel jemand starke Stressphasen hatte und jemand hat zum Beispiel ein Thema mit Herpes, das kann sein, heute aufgeregt, morgen ist Herpes also schon präsent, zeigen sich an diesem berühmten Ausschlag rund um den Mund und das Milieu, ein gekipptes Milieu ist halt für sehr, sehr viele Gesundheitsproblemchen verantwortlich und jetzt im Umkehrschluss, in dem Moment, wo wir das Milieu optimieren, sehr viel Nährstoffe einfach liefern, dass das Gesundheitsbankkonto wieder aufgefüllt werden kann, dass der Säure-Basen-Haushalt, ich sage immer, das ist unser Puffersystem, sich einfach wieder einpendelt, dann verschwinden so viele gesundheitliche Problemchen einfach von selber. Das bedeutet einfach, man arbeitet an der Basis, man stellt einfach eine optimale Basis wieder her und viele Problemchen sind sofort verschwinden, also werden sofort ad acta gelegt. Wenn wir so eine große Fülle an Mineralien einfach mit integrieren, was kommen denn oft einmal so, was sind so die ersten Dinge, die man feststellen kann? Also sehr oft ist das einfach so, in dem Moment, wo wir mehr Mineralien in unserem Körper haben, stellt man oft fest, man hat mehr Energie. Diese berühmte Energielosigkeit, das ist so ein Thema in der jetzigen Zeit. Das betrifft also von den Jüngsten bis zur Oma viele Menschen, weil einfach so der Mineralienpegel gesunken ist. Es wird vielleicht nicht mehr dran gedacht, dass der aufgefüllt wird. Wir haben noch einen anderen Faktor, das ist Stress. Stress ist der Nährstoffräuber Nummer eins. Der räumt einfach so das ganze Nährstoffbankkonto sehr schnell leer. Und das ist halt oft so ein Faktor in dem Moment, wo wir die Grassaftkonzentrate einsetzen, stellt man einfach fest, der Nährstoffpegel, der wird aufgefüllt und man hat sofort wieder so das einen höheren Energiepegel. Man hat einfach wesentlich mehr Tatendrang, man merkt einfach, man ist wesentlich besser drauf. Ich habe früher die Grassaftkonzentrate gerade in der Burnout-Prävention eingesetzt. Also ich arbeite zum Beispiel gerade mit der grünen Lichtkraft. Und da konnte man einfach oft feststellen, Menschen, die nachts schon gar nicht mehr gut in Tiefschlafphasen gekommen sind, sind in der Früh aufgestanden und haben so das Gefühl gehabt, der persönliche Stecker war nicht in der Ladestation. Das ist das Schöne, wenn
diese Menschen abends vor dem Einschlafen so einen sehr, sehr mineralreichen Grassaft getrunken haben, passiert Folgendes, dass so die Säuren, die jeder am Tag einfach so produziert, von Stress, Elektrosmog und vielleicht suboptimalen Essen und so weiter, dass die abends von dieser Mineralienfülle ein ziemliches Stück weit abgepuffert werden können und der Körper kann nachts das machen, wofür die Nacht eigentlich vorgesehen ist. Genau, wir können einfach nachts wesentlich besser regenerieren. Die Menschen kommen mehr in Tiefschlafphasen, wo sie vielleicht vorher den Partner bei jedem Umdrehen einfach gehört haben und einfach schon wieder hellwach waren, wird dies einfach überhaupt nicht mehr notiert und die Menschen stehen in der Früh einfach auf und haben ihre Batterie wieder voll aufgeladen. Das ist einfach oft so ein Faktor, das man sehr schnell feststellen konnte, also oft schon nach einigen Tagen, dass die Menschen gesagt haben, okay, ich fühle mich wesentlich ausgeruhter. Das ganze Nervenkostüm ist wesentlich stabiler, also das ist einfach definitiv zu merken. Mit dieser Fülle an Mineralien haben wir natürlich auch noch so einen anderen Faktor. Unser Immunsystem wird gestärkt. Also gerade so in der jetzigen Zeit, wo viele einfach schauen, dass sie ihr Immunsystem wirklich boosten. Sie werden schon gemerkt haben, dass mit Nudeln und Co. kann man das Immunsystem jetzt nicht wirklich stärken. Deshalb ist zum Beispiel Chlorophyll ist ein ganz, ganz toller Immunsystem-Booster, weil er einfach dem Körper die Nährstoffe liefert, die der Körper braucht, in die Regeneration zu gehen, sich um irgendwelchen, sagen wir, unerwünschten Stoffen in der Umgebung gut zurechtzukommen. Die Menschen sind wesentlich stressresistenter, weil mit einem gut gefüllten Nährstoffbankkonto gehen wir wesentlich souveräner mit Stressoren um. Sie kennen vielleicht so dieses Beispiel, wenn Sie sich da mal reinversetzen. Sie haben gut gegessen und jemand kommt und nervt. Da kann man noch relativ gelassen damit umgehen. Gleiche Situation, Sie haben Hunger und jemand kommt und nervt, da wird es ein bisschen eng auf zwischenmenschlicher Ebene. Und so kann man sich das auch vorstellen, gerade so auf Zellebene, wenn die Menschen auf Zellebene nicht mehr gut genährt sind, weil mit einem, sagen wir mal, mit einem Ernährungsplan von früh 2 Tassen Kaffee und 2 Marmeladensemmeln, da kommt der Schokocroissant, ein Cappuccino, Mittagsspaghetti, Napoli und ein Limo, am Nachmittag Kaffee und Kuchen und vielleicht am Abend noch ein Käsebrot, da hat der Körper nicht recht viel Mineralien geliefert bekommen. Also deshalb profitiert der Körper enorm von dieser Fülle an Nährstoffen. Und jetzt, also auf gut Deutsch gesagt, wir bekommen wesentlich mehr geregelt und haben ein wesentlich stabileres Nervenkostüm. Man stellt auch fest, dass zum Beispiel Menschen, die einen Mineralmangel haben, oft einmal so dieses Phänomen haben, dass sie nicht nur müde sind, sondern einfach zur Deprimiertheit neigen. Sehr oft ist auch mit dabei, dass man sagt, okay, es kann auch sein, dass die Leber manchmal nicht, die ja eigentlich für unsere tägliche Entgiftung zuständig ist, dass die manchmal nicht mehr so gut mitkommt, weil vielleicht dieses, was der Leber aufgebürdet wird, einfach für das, was die Leber gerade so leisten kann, etwas zu viel ist. Hier spielen gerade so die Grassaftkonzentrate wieder rein, weil sie einfach so eine Fülle an Nährstoffen liefern, die hergenommen werden können, um Toxine abzupuffern. Toxine, die jetzt zum Beispiel wie Pestizide, Konservierungsstoffe, wie irgendwelche Chemikalien, ich sage jetzt nicht neutralisieren, sondern einfach abpuffern können, die auch so Stressoren wie praktisch Stress oder wie Elektrosmog einfach auf unseren Körper taxieren kann. Und diese große Menge an Inhaltsstoffen, die zum Beispiel in der grünen Lichtkraft enthalten sind, unterstützen die Leber bei der Ausscheidung. Und in dem Moment, wo die Leber wesentlich geschmeidiger die ganzen Prozesse durchlaufen lassen kann, es sind die Menschen auch nicht mehr so giftig. Also man ist wesentlich besser drauf, es geht den Menschen wesentlich besser. Von der traditionellen chinesischen Medizin sagt man, die Leber ist der Sitz unserer Visionen. Wenn die Leber dicht ist, dann fragen sie Menschen, was das hier soll und sie haben überhaupt keine Lust.
In dem Moment, wo die Leber wieder unterstützt wird, ich meine, die Leber kann man unterstützen mit Bitterstoffen, die liebt die Leber, die Zunge eher weniger. Da kann man zum Beispiel von Mariendistel und Löwenzahn auch die Leber sehr, sehr gut unterstützen. Und gerade so dieses enorme Mineralienpotenzial von den Grassäften wie die grüne Lichtkraft liefert einfach ein so großes Füllhorn von Nährstoffen, die die Leber einfach unterstützen in ihrer Ausscheidung. Also das merkt man relativ schnell, dass Menschen, die vorher so das Gefühl haben, also es ist alles grau im Leben, dass plötzlich sie das wirklich so das Gefühl haben, die Sonne scheint wieder. Und man weiß auch von der traditionellen chinesischen Medizin eben, die Leber ist der Sitz unserer Visionen. Und wenn die Leber einfach dicht ist, dann schaut es mit Visionen, mit Zukunftsvisionen, also nicht so besonders rosig aus. In dem Moment, wo die Leber entlastet wird, dann kommen von selber wieder so diese Ideen, dass man einfach mehr Lust auf Gesundheit hat. Das ist vielleicht auch jemand, der jetzt gerade mal sehr belastet ist, wo man sagt, die Menschen haben oft gar nicht so Lust, sich gesund zu ernähren, weil sie gar nicht merken, dass das irgendwie großartig was bringt. In dem Moment, wo die Leber unterstützt wird, sieht das ganz anders aus, weil da kommen einfach von selber wieder so diese Visionen, dass man einfach Lust hat auf mehr Gesundheit und einfach mehr für sich selber zu unternehmen. Ich stelle mir immer so vor, dass ein Körper, der übersäuert ist, das stellen wir mal so vor, wie wenn man einen Eimer hätte mit Löchern. Also die Löcher wären die Säuren. Und man schüttet was in den Eimer rein, also sprich, man ernährt sich vielleicht jetzt mal etwas besser oder etwas mineralstoffreicher und dann denkt man sich, Mensch, man merkt erst noch mal gar nichts. Und dann kommt so oft so dieses, ja, das bringt ja eh nichts, wenn man sich anders ernährt, weil schau, jetzt habe ich es probiert und man merkt nicht großartig was. Also das funktioniert ungefähr so, dass die Mineralien von dem Essen werden erst einmal hergenommen, um die Säuren abzupuffern. Das sind so diese Löcher, um die Löcher einfach zuzumachen. Und da brauchst du eine ziemliche Portion, bevor dann der Pegel im Eimer einfach steigen kann. Und das Schöne ist, dass zum Beispiel gerade die grüne Lichtkraft so viel Nährstoffe einfach liefern kann und auch so viel basische Mineralien einfach liefern kann, dass das relativ zügig adressiert werden kann und man einfach merkt, hey, der Nährstoffpegel, der steigt hier an. Also auch wenn jemand Nahrungsergänzungsmittel nimmt und so das Gefühl hat, das war es jetzt immer noch nicht, dann ist vielleicht ideal, bei dem Säurebasenpegel einfach anzusetzen, weil wenn das adressiert wird, dann kommen die anderen Stoffe, die man eventuell nimmt, einfach wesentlich besser an. Also für mich ist gerade die grüne Lichtkraft das beste Basenmittel. Das Gute ist, da hat Mutter Natur das Patent drauf, weil viele Basenpulver, die man einfach so im normalen Handel kaufen kann, haben sehr viel Zucker drin. Also teilweise eben 40% Zucker, das sind solche Mittelchen, die rühren sie sich im Wasser ein und sagen, ja, das schmeckt nicht schlecht, kann man schon runtertrinken. Das ist vielleicht für einen Moment einmal, wenn gerade so im Magen so die Säure einfach ein bisschen zu viel ist, eine gute Geschichte. Nur die Frage ist, wenn so viel Zucker drin ist, ist es wirklich eine nachhaltige Geschichte oder ist es so zwei Schritte vor und gleich wieder einer zurück? Hier bieten gerade so die Grassaftkonzentrate eine wirklich gute Möglichkeit an. Und wann setze ich das beispielsweise ein? Ich lasse einfach also meine Empfehlung ist, dass die einfach abends erst einmal ein gut gehäufter Teelöffel auf 200 Milliliter Wasser getrunken wird. Es ist Rohkostqualität, also es rührt sich nicht so gut auf. Also da bist du mit ein bisschen Geduld, erst mit wenig Wasser und einfach dann aufgießen. Trinken Sie es einfach langsam und schluckweise. Es kann vielleicht sein, dass Ihre Geschmacksknospen sich erst ein bisschen dran gewöhnen wollen. Man kann das aber auch ganz anders machen, weil Sie können zum Beispiel einen Teelöffel Pulver davon direkt in den Mund nehmen, nehmen einfach ein bisschen Wasser, mischen das im Mund und trinken dann trotzdem noch dieses Glas Wasser hinterher. Die Grassaftkonzentrate, die sind sehr, sehr mineralreich, schmecken für manche so teilweise ein bisschen salzig. Und mit diesem Geschmack können viele wesentlich besser umgehen. Ja, also gern einfach abends vor dem Schlafen gehen. Das kann man gerne mal so eine Woche machen. Man steht dann schon fest, also Schlaf ist wesentlich besser. Man steht in der Früh wesentlich leichter auf.
Und man kann beispielsweise dann früh auch noch nüchtern die Grassäfte trinken. Da ist es einfach sehr oft auch für den Detox sehr wertvoll. Ich stelle mir mal vor, dass so gut wie alle von uns so einen persönlichen Berg haben von Stoffen, die eigentlich gerne das Lokal verlassen würden. Bei den manchen ist der kleine Maulwurfshügel und bei den anderen hat es eher so Kilimanjaro-Dimensionen von Stoffen, die unser Körper einfach nicht ausscheiden konnte. Das wird dann oft einmal so in den Fettzellen gespeichert, teilweise im Bindegewebe, im Zwischenzellraum. Und wenn da einfach so die Anreicherung zu viel ist und der Körper konnte es einfach nirgendwo mehr wegstecken, dann gibt es oft solche gesundheitliche Phänomene, kennen Sie vielleicht so, wo ein Tropfen ein Fass zum Überlaufen bringt und jemand sagt, man konnte doch immer alles essen, was ich wollte und plötzlich scheint es nicht mehr zu funktionieren, es scheint Probleme zu geben. Das ist so der Moment, wo man mal an einen Detox einfach denken möchte. Es gibt ganz tolle Detox-Kuren, manche sind nicht unbedingt alltagstauglich, weil da hat man einfach einen höheren Schlafbedarf und so weiter. Das Schöne ist, gerade so mit mineralreichen sagen wir, Substanzen wie der grünen Lichtkraft, kann so ein Detox nebenbei einfach gut laufen. Also abends genommen und einfach dann früh nüchtern, halbe Stunde vor dem Frühstück, weil in der Früh hat der Körper den Reinigungsmodus. Da möchte der Stoffe abbauen, die einfach raus aus dem Körper wollen oder sollen. Und da brauchen wir Wasser und wir brauchen Mineralien. Und das funktioniert meistens nicht so gut, wenn das Frühstück mit 2 Tassen Kaffee und 2 Marmeladensemmeln also startet, weil das ist so oft, wo der Körper gern ausscheiden würde, kann er aber nicht und dann wird es einfach immer wieder vertagt. Wenn wir aber früh den Reinigungsmodus zulassen würden, fallen die Dinge, die man so täglich so isst, nicht so enorm ins Gewicht, weil der Körper hat ja wieder am nächsten Tag die Möglichkeit, einfach wieder auszuscheiden. Und das ist einfach so eine gute Möglichkeit, also in der Früh, wir brauchen Wasser, also deshalb das in Wasser eben auch einen Teelöffel einfach einrühren. Wenn man zum Beispiel so das Gefühl hat, dass so leichte, wie man sagt, so leichte Detox-Symptome kommen, dass man sagt, ja, der Magen fühlt sich jetzt nicht so wohl an, dann kann man einfach gleich einen Teelöffel Zeolit mit reingeben oder man trinkt es einfach hinterher, weil das ist dann nochmal so ein Stoff, der die aufgewirbelten Substanzen einfach dann kassieren kann und einfach ausschleusen kann. Es macht einen riesigen Unterschied, zum Beispiel auch, wenn wir dem Körper einfach helfen, so diesen unerwünschten Stoffe einfach abzutransportieren, weil einfach so die ganze Nährstoffversorgung wesentlich besser funktioniert. Die Nährstoffe kommen dann auch auf Zellebene wieder an. Die ganze zelluläre Kommunikation funktioniert wesentlich besser und man stellt sehr schnell einfach fest, man hat wieder so das Gefühl, die Batterien werden aufgeladen und die Menschen blühen regelrecht auf. Man kann sich das einfach so vorstellen, wenn ein Körper schon lange oder länger nicht die Nährstoffe bekommen hat, die der Körper eigentlich braucht für die Regeneration. Weil ich glaube, wir haben ein sensationelles Selbstheilungsprogramm in unserem Körper, das sofort in Aktion tritt, sobald unser Körper eben die Stoffe und diese Situationen bekommt, die der Körper braucht. Und in dem Moment, wo ein Körper so richtig ausgehungert ist, Sie kennen bestimmt diesen Film Die Wüste lebt, wo eine ausgetrocknete Wüstensituation ist und es kommt dann dieser rettende Regenguss und überall fängt die Wüste so zum Blühen an, so können Sie sich das vorstellen. Also wenn man zum Beispiel die grüne Lichtkraft mit integriert, das ist so, wenn Sie sagen, okay, das war jetzt gerade mal so die Wüstensituation. Und da kommt jetzt der rettende Regenguss und der Körper, also die Gesundheit, die fängt also wirklich wieder zum Aufblühen an. Und jetzt stellen Sie sich vor, dieser rettende Regenguss, der würde jetzt nicht nur so gelegentlich einmal über die Bühne gehen, sondern würde einfach täglich kommen. Also da kann man wirklich sagen, ein Paradies würde entstehen.
Ich sehe die grüne Lichtkraft als, also es ist ein reines Rohkostprodukt. Es sind auch noch aktive Enzyme mit drin, so als das, ja, jetzt würde ich mal sagen, so als das moderne Fastfood. Weil es ist eine superschnelle Möglichkeit, sich ein wirkliches Füllhorn an Nährstoffen zuzuführen. Wir brauchen das einfach einrühren in Wasser. Wir können einen Teelöffel in den Mund nehmen. Es gibt auch die Variante, gerade für Menschen, die viel unterwegs sind, man kann es in Kapseln nehmen. Da ist ungefähr 3 bis 4 Kapseln, sind ungefähr so die Äquivalenz von einem Teelöffel. Und es ist wirklich so, dass sie eingesetzt werden können vom Kleinkind bis zur Oma. Ich bin immer ganz begeistert, wenn ich Fotos von kleinen Kindern bekomme, denen von Mamas Grassaft so ein bisschen abgezweigt wird in ein kleines Glaserl und viele Kinder trinken das mit Begeisterung. Für die Älteren, deren Geschmacksknospen schon an Zucker und anderes gewöhnt waren, für die braucht es manchmal so eine kleine Umgewöhnungsphase. Aber das ist oft einmal nach wenigen Tagen, da überwiegt dieses Gefühl, sich wesentlich besser zu fühlen. Und oft ist es so, dass nach kürzester Zeit Menschen also diesen auch schon diesen Geschmack und dieses Getränk wirklich lieben. Ich werde manchmal gefragt, okay, gibt es jemand, der das nicht braucht? Ich würde es mal so sagen, es kann wirklich also jeder davon profitieren. Gerade bei Kindern, die im Aufwachsen sind, ist es natürlich eine super gute Mineralienzugabe. Für Kinder, die zum Beispiel in der Schule sind, gut mineralisiert, die Kinder sind erstens mal wesentlich ruhiger und ausgeglichener. Und natürlich so unsere Denkwerkstatt funktioniert natürlich auch sehr, sehr gut in dem Moment, wo jemand gut mineralisiert ist. Für Mamas, die schwanger sind oder für stillende Mamas, also wo man oft mal gesagt hat, sie sollten für 2 essen, aber rein nährstofftechnisch für 2. Weil das ist wirklich so, Schwangere, Stillende und auch Menschen, die Stress haben, die kann man wirklich so in die Kategorie geben, wie Hochleistungssportler, die einfach eine enorme Menge an Nährstoffen brauchen, aber wenn man das jetzt einfach so essen würde, das wäre wahrscheinlich ein Riesenberg, den man essen würde. Und dann hat man so natürlich auch in dem Moment, wo die Verdauungstätigkeit einsetzt, dann ist man halt oft immer eben müde. Und gerade die Grassaftkonzentrate bieten uns eine sensationelle Möglichkeit, eine Fülle an Nährstoffen zuzuführen, ohne dass die Verdauungstätigkeit jetzt einfach überdimensioniert wird. Also das ist einfach wirklich eine gute Geschichte, man kann sich das einrühren, man kann das trinken, man hat gleich so das Gefühl, als würde man haufenweise Nährstoffe geliefert bekommen. Und da ist eben der japanische Apotheker, der Yoshihide Hagiwara, der früher so die Tests gemacht hat, hat einfach festgestellt, dass schwangere Mütter, die Grassäfte integrieren, gerade während der Schwangerschaft, wesentlich ausgeglichenere und gesündere Kinder zur Welt bringen. Für alle, die im Berufsleben stehen, ist es natürlich eine super Möglichkeit, eine gute Mineralisierung sich zuzuführen. Manche kennen vielleicht so dieses Verdauungstief, das oft einmal entsteht nach dem Essen. Und hier hat man halt die Möglichkeit, sich auch tagsüber, wenn man sagt, oh, jetzt brauche ich eigentlich ein paar Nährstoffe, sich einfach mal so einen Grassaft zu genehmigen, der ganz schnell wieder also Mineralien liefert und dadurch eben auch eine wesentlich bessere Konzentration, wesentlich bessere Aufnahmekapazität auch liefert. Er ist super für Menschen, die sich gerade in Regenerationsphasen befinden, die vielleicht müde, antriebslos sind. Auch für ältere Menschen, da ist halt oft einmal so, wenn die Verdauungstätigkeit einfach nicht so gut funktioniert, ist es eine super gute Möglichkeit, also trotz alledem eine gute Menge an Nährstoffen zuzuführen. Und vielleicht auch hier mal so ein Bericht aus der Praxis. Es ist sehr oft einmal so, dass Menschen, die Wunden haben, die nicht gut heilen. Oder gerade bei älteren Menschen, zum Beispiel offenes Bein, wo man sagt, okay, das ist eigentlich ein Ventil,
das der Körper gefunden hat, wo der Körper regelmäßig Substanzen ausscheiden kann. So ein Ventil sollte man möglichst nicht schließen. Und man stellt einfach fest, also in dem Moment, wo das Milieu vom Körper sich ändert, kann der Körper sofort in Regeneration gehen. Und ich komme noch an eine Dame erinnern, die 2 Jahre lang ein offenes Bein hatte, in Beratung war. Wir haben uns natürlich die Ernährung schon angeschaut. Man gesagt hat, die kann durchaus wesentlich mehr Nährstoffe vertragen, also mehr Gemüse anstatt Pommes und Nudeln. Und sie hat einfach die grüne Lichtkraft mit einbezogen und konnte ihren Körper dadurch so gut wieder mineralisieren, dass es nach 6 Wochen, dass sich diese Wunde von selber schließen konnte, weil sie einfach nicht mehr gebraucht wurde. Und gerade so für Menschen, die in Regenerationssituationen sind, ist es halt wirklich gute Möglichkeit, einfach zusätzlich hier richtig aufzutanken. Wenn jemand Entzündungen im Körper hat, ist es einfach eine gute Möglichkeit, einfach hier wieder Nährstoffe zu liefern. Also es gibt eine ganze Fülle an Möglichkeiten, die man hier einfach liefern kann. Wir wissen beispielsweise, dass es die Blutbildung stimuliert. Es wird die Zellatmung angeregt durch diese Fülle an Nährstoffen. Man weiß auch, dass zum Beispiel die Menschen weniger Appetit haben auf Dinge, die ihnen nicht gut tun. Das ist ja oftmals so, wenn der Körper eine Mangelsituation hat, dass oft einmal zu Kohlenhydraten und zu Süßen gegriffen wird. Wenn aber der Nährstoffmangel auf Zellebene ausgeglichen wird, dann fallen so diese Zuckerhypes, fallen die einfach ganz natürlicherweise weg. Ein Geheimtipp, also die Grassaftkonzentrate wie die grüne Lichtkraft so gut wirken, ist auch das Zentralion, das Magnesium. Sie hatten vielleicht schon einmal erlebt, dass Sie einen Wadenkrampf hatten und dann wartet jeder auf die rettende Magnesium-Brausetablette, die dann getrunken wird, weil einfach Magnesium die Substanz ist, die Menschen wieder in die Ruhe kommen lässt. Interessanterweise, ich recherchiere in den letzten 2 Jahren sehr intensiv zu Magnesium, stelle immer wieder fest, dass es in unseren Breitengraden einen enormen Magnesiummangel gibt. Also es kann sein, dass die Blutwerte normal sind oder scheinen und trotzdem ein Magnesiummangel vorherrscht. Also vielleicht können Sie mal den Impuls wahrnehmen, einfach mal im Internet zu recherchieren, Magnesiummangelsymptome. Also das ist so von, klar, ich meine, so ein Krampf im Wadenbein, also da ist also der Körper so ziemlich auf Zug. Das können auch Menschen sein, die permanent in Anspannung sind, permanent unter Druck stehen. Das bei der Verdauung, also wenn der superschnelle Durchzug ist oder bis hin, es geht gar nichts weiter, weil da braucht es eben auch Magnesium. Auch für die Herzgesundheit, auch ein Muskel, braucht man Magnesium. Also es ist nicht nur, dass Sportler davon profitieren. Also im Grunde genommen, wenn Sie da mal geschaut haben, Magnesiummangelsymptome, also da werden sich viele, viele wiederfinden. Man hat ein wesentlich stabileres Nervenkostüm. Und da ist das einfach eine super Möglichkeit, weil das ist ein innerlicher Magnesiumlieferant. Mit dabei kann man sich vorstellen, also in dem Moment, wo die Zellen jetzt auf Zellebene wieder gesundes Futter bekommen, es werden ja so, also in jeder Sekunde teilen sich unsere Zellen und je nachdem, wie gut ernährt die waren und wie die mit Nährstoffen bestückt waren, haben wir eine mehr oder weniger gute Kopie unserer Zellen. Und deshalb würde ich einfach mal sagen, man setzt einfach mal drauf, dass es einfach eine wesentlich bessere Mineralisierung für eine wesentlich bessere Gesundheit einfach mal die Basis ist. Chlorophyll, gerade das Blattgrün, ist auch ein Geheimtipp in der Epigenetik. Also Epigenetik, das sagen wir jetzt nicht bei der Genmanipulation, sondern in der Epigenetik sucht man nach Substanzen, die das Körpermilieu so verändern können, dass bestimmte Genmarker an- und ausgeschaltet werden.
Also beispielsweise würden wir uns alle Genmarker wünschen, die für strahlende Gesundheit, für Jugendlichkeit, für superschnelle und gute Zellregeneration stehen, dass die also permanent ihren Schalter anhaben. Wenn das System einfach in einen sauren Bereich reinkippt, können Schalter umgelegt werden. Und in dem Moment, wo wir jetzt unseren Körper wieder wesentlich besser mineralisieren, dann kann es auch zu diesem wieder Zurückschalten von diesen Genmarkern einfach kommen. Und gerade Chlorophyll, gerade die Grassäfte und insbesondere eben auch die Konzentrate sind so eine dieser Superstars in der Epigenetik, weil die das Milieu einfach so positiv verändern können, dass sie einfach die Genmarker wieder anschalten, die wir einfach so, denen wir alleroberste Wichtigkeit einfach geben. Es ist weltweit, also es gibt enorm viele Forschungen zu Chlorophyll, gerade zu den Grassäften. Früher, da hat man immer so gemutmaßt, wo man gesagt hat, das muss irgendwie eine magische Substanz noch drin sein, weil viele Forscher in den früheren Publikationen von einem Grass-Juice-Faktor gesprochen haben, so irgendeine magische Substanz, die anscheinend so das zu einem, ja, es wurde manchmal wirklich gesagt, ja, die Frage gestellt, ist es so ein Alleskönner, ist es so ein Wunderheiler, Fragezeichen. Und mittlerweile weiß man einfach so, es ist einfach so ein ganzes Orchester, das wie eine wunderbare Synergie zusammenwirken von Stoffen, von den Mineralien, von den Spurenelementen, von den Aminosäuren mit dabei ist, Vitamin K mit dabei ist, Folsäure, es ist auch Touch Vitamin B12 mit drin. Wir haben zum Beispiel auch so Stoffe wie die Superoxid-Dismutase, also das ist so ein Fänger von freien Radikalen, die mit dabei sind. Bor ist mit drin. Bor ist, steht für starke, gesunde Knochen. Da brauchen wir es auf alle Fälle, auch für die Zähne. Und einer meiner Steckenpferde ist die Zahngesundheit. Also da möchte ich Sie jetzt gerade einmal noch mit reinnehmen. Für Zahngesundheit, für gesunde Zähne brauchen wir ein gutes Mundmilieu und wir brauchen einen gut mineralisierten Körper. Also ich meine, wir schauen natürlich dann auch so Basisfaktoren wie Vitamin D und so weiter an. Aber gerade auch im Zahngesundheitsbereich ist das Chlorophyll, also gerade die Grassäfte, ein richtiger Joker, weil man kann sich jetzt mal vorstellen, also in dem Moment, wo Sie das trinken, dann kann man sich das so wie ein Basenbad im Mundraum vorstellen. Also da werden auch so alle, wenn jetzt jemand Zahnfleischtaschen oder Entzündungen oder so hat, werden halt auch da mit einer, sagen wir, vielleicht basischen Lösung einfach geflutet und der Körper kann einfach wirklich enorm davon profitieren. Also gerade eben Klienten, also im Zahngesundheitsbereich, Klienten in der Burnout-Prävention oder die einfach mit Gelenken was zu tun haben, profitieren also enorm von, also wenn die grüne Lichtkraft mit einbeziehen, also das ist eigentlich so Standard in meinen Beratungen, weil es einfach so die Basisnährstoffe liefert, die vielen, vielen Menschen einfach in der jetzigen Zeit fehlen, weil sie über die tägliche Ernährung nicht mit reinkommen. Und jetzt haben wir noch einen ganz wichtigen Faktor. Also gerade in der jetzigen Zeit, wo wir, sagen wir, Umweltbelastungen ausgesetzt sind, die unseren Körper einfach enorm taxieren. Also wenn wir so auf der einsamen Insel oder auf der Alm leben, da haben wir nicht diese Geschichten, die die meisten von uns, die so ich sag mal, ein bisschen umgeben mit Häusern einfach oder mit Autos was zu tun haben. Wir haben, wenn wir eine halbe Stunde in der Innenstadt unterwegs sind, so viele Schadstoffe aufgenommen von den Autos, überdimensional. Wir haben so diesen Faktor, dass wir in enormen Elektrosmogfeldern sind. Also ob Sie jetzt WLAN anhaben oder das Schnurlostelefon, das vielleicht sogar vom Nachbarn bei Ihnen ankommt, dann haben wir noch so diesen Faktor, der jetzt enorm hochgespielt wird, also 5G.
Hier geht es um Dinge, die einfach um unnatürliche Strahlungen, unnatürliche Stoffe, die wie ein Störer in unserem System wirken. Also wir haben so als Menschen eine natürliche Blaupause. Also wir sind nicht geeicht für diese Stoffe, mit denen unser Körper einfach jetzt zu tun hat. Und genau diese Dinge, die taxieren jetzt unser Immunsystem, die taxieren unseren Körper. Und wir brauchen natürliche Substanzen, die unseren Körper einfach gerade in der jetzigen Zeit enorm schützen. Und einer dieser Faktoren, wie wir unseren Körper, unsere Zellen eben auch auf Zellebene wirklich super unterstützen können, finden wir gerade so in diesen Konzentraten, wie zum Beispiel in der grünen Lichtkraft, weil es uns einfach eine Fülle an reinen, natürlichen Stoffen liefert, wie wir sie einfach über die tägliche Ernährung kaum geliefert bekommen. Und gerade in der jetzigen Zeit braucht jeder von uns, also von klein bis groß, einfach mehr denn je eine Fülle an Inhaltsstoffen, also an Nährstoffen, um mit diesen sagen wir, unnatürlichen Schwingungen und Stoffen aus unserer Peripherie bestmöglichst zurechtzukommen. Ich wünsche Ihnen allzeit gute Gesundheit. Tschüss.